euch das ganze Wochenende von der Mannheimer Tattoo Convention. Eine Schlange steht und wir legen los. So, wir gehen jetzt aufs Convention-Gelände und das Schöne ist, hier gibt es total leckere Foodtrucks, wo man mega, mega tolle Sachen essen kann. Mit dabei habe ich heute meinen Stefan. Hallo. Nicht nur er ist dabei, sondern wir haben hier wunderhübsche Models. Denn wir machen heute eine Modenschock und ich bin schon ganz aufgeregt. Du auch? Ein wenig. Ein bisschen. So, hier fangen die Foodtrucks an. Ich schwenk mal ein bisschen rum. Wir laufen mal rückwärts. Ich hoffe, hinter mir läuft niemand, sonst stolper ich nämlich. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Und jetzt gehen wir rein. So, ihr Zuckerhasen. Hier hinten sind wir jetzt bei uns am Stand. Und da unten sitzen auch schon die Mädels. Die gucken sich gerade, keine Ahnung, was an. Hier ist die Bühne. Hier sind viele Händler vor Ort. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Und wen haben wir da? Genau, Sarah Damschek, den Deutschlands ältesten praktizierenden Tätowierer. Jawohl. Ich werde dich finden. Später. Hier haben wir die große Bühne hinter mir. Da findet nachher unsere Modenschau statt. Hier spielen die Livebands. Und unter anderem sind nachher die ganzen Zirkusartisten unterwegs. Wir können natürlich nachher auch Backstage mal gehen und schauen uns die ganze Geschichte mal Backstage an. Können vielleicht mit den einen oder anderen auch mal reden. Da oben sitzt mein wunderbarer Co-Moderator der Modenschau. Warte mal, wir gehen mal hoch. So, hinter den Kulissen der Bühne. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind der Circus Rhein-Neckar. The place to be, kommt vorbei. Wir haben heute den ganzen Tag geöffnet. Morgen geht's auch noch mal richtig rund. Unser Haus- und Hoffotograf, Bela. Morgen! Weil ich es kann. Ja. Der gut aussieht auf der Erde. Blöde Frage, blöde Antwort. Oh, das ist die Fee, die ist gerade angekommen. Unsere Kiri. Es ist auf jeden Fall schon bei dir. So, der liebe Otto, der versteckt sich nämlich schon und der Flo auch. Guten Morgen, ich bin da. Guten Morgen. So, Otto, und sonst so? Einen wunderschönen guten Morgen. Ist cool. Ja. Klar, ich bin immer fit. Otsch ist immer fit. Otsch ist immer fit. Das sieht doch echt gut aus. Da haben wir noch mal Schwein gehabt. Manchmal wäre besser, man sieht ja nichts, aber. Das ist. Flo, erzähl doch ein bisschen mal was von dir und von deinem Label und was du so machst und überhaupt und hin und her. Ja, wir machen Klamotten zur Formation Team. Ich schreie jetzt einfach, weil die Musik laut ist. Ja, schreie. Ja. Ja, ich würde sagen, auf dem Tattoo-Zirkus entstehen Freundschaften. Mit Geben und Nehmen und so, ne? Fleißig am Arbeiten.